Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Tutorial-Video zu Victoria 3. Wir werden uns hier das Thema Zölle im Detail anschauen. Wir werden sehen, wie die Zolleinnahmen genau berechnet werden. Dann werden wir uns auch anschauen, wer muss eigentlich die Zölle bezahlen. Dann werden wir uns anschauen, wie man Handelsrouten im Detail in Bezug auf Zölle feinjustieren kann. Wir werden uns dann auch noch die Handelspolitik des eigenen Landes anschauen, Handelsverträge mit anderen Ländern und das Thema Zollunion. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt euch einen Überblick über eure Zolleinnahmen auf zwei unterschiedliche Weisen verschaffen. Einmal hier über diesen Tooltip. Da seht ihr dann hier die Zolleinnahmen. Und könnt ihr auch nochmal weiter verzweigen. Da bekommt ihr auch einen Überblick über die einzelnen Waren, die für die Zölle anfallen. Und unten auch nochmal den zeitlichen Verlauf. Und das gleiche findet ihr auch im Etat. Und auch hier wieder diese verschachtelten Tooltips. Schauen wir uns jetzt einmal im Detail an, wie sich der Zoll berechnet. Das hatte mich am Anfang etwas Zeit gekostet, mich da reinzufuchsen. Das kann ich euch dann ersparen. So, wir haben jetzt hier eine Handelsroute für Stahl. Okay, mittlerweile haben wir zwei Handelsrouten für Stahl, aber wir schauen uns die große Handelsroute an, und zwar den Export von Stahl an Frankreich. Und da werden 164 Stück exportiert. Und wir sehen hier die insgesamt erzielten Handelseinnahmen. Wenn wir hier nochmal drüber gehen, dann sehen wir hier die Zölle. Und jetzt wird es ganz spannend, und zwar muss man bei der Berechnung der Zölle nicht von den Marktpreisen ausgehen der einzelnen Waren. Also es ist jetzt der Marktpreis in Belgien ist irrelevant, der Marktpreis in Frankreich ist auch irrelevant, sondern Stahl hat einen Grundpreis. Und dieser Grundpreis beträgt im Falle von Stahl 50. Und es werden 164 Stück über diese Handelsroute exportiert. Dann hat man einen Grundzoll von 8.240. Und der wird jetzt, davon wird ein Teil verzollt. Und dieser Teil bestimmt sich hierüber. Wir haben nämlich Exportzölle auf Stahl im Markt Belgisch von 5% und Importzölle im Markt Französisch von 10%. Das heißt, in Summe fallen 15% Zölle an. Und 5% bekommt unser Staatshaushalt, 10% bekommen die Franzosen. Und das seht ihr dann hier. Da fallen für Stahl 437 an. Ein bisschen kriegen wir jetzt noch über die andere Handelsroute. Aber wenn man das jetzt im Taschenrechner eingibt, was wir gerade über die 164 besprochen haben, dann ist das ein bisschen weniger als die 437. Ja. So. Nächster Punkt. Wer muss denn die Zölle bezahlen? Und dann haben wir jetzt hier eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und zwar ist es beim Thema, wer die Zölle bezahlen muss, entscheidend, wer die Handelsroute eingerichtet hat. Wir haben jetzt hier einmal die Handelsroute selber eingerichtet nach Frankreich. Und diese Handelsroute hier, die wurde von den Niederlanden eingerichtet. Die können wir auch nicht abbrechen. So. Im ersten Fall ist es so, dass wir die Zölle zu 100% zahlen müssen. Sowohl die Zölle, die dann im belgischen Markt abgeführt werden, also in unsere Kasse fließen, als auch die Zölle, die in die französische Kasse fließen. Wo sieht man das? Man sieht das zusammengefasst bei den Gebäuden und dann bei den Handelszentren. Da sieht man hier unten abgeführte Zölle. Und hier wird es dann auch nochmal im Tooltip beschrieben. Alle auf der Handelsroute erhobenen Zölle werden von den Einnahmen für das Handelszentrum abgezogen, das sie verwaltet, was eine Vergrößerung der gehandelten Menge entgegenwirkt. Ja.
Also für die eine Handelsroute komplett werden unsere Handelszentren zur Kasse gebeten und für die andere Handelsroute die Niederländer. Wird dann einfach hier vom Profit der Handelszentren abgezogen. Für unsere Staatskasse macht es keinen Unterschied, ja, ob die, wer jetzt der Inhaber der Handelsroute ist. Wir haben die Möglichkeit, für einzelne Waren die Zölle nochmal im Detail zu justieren. Und das sind diese drei Möglichkeiten. Wir können erstmal keine Priorisierung festlegen. Da werden dann 15% Importzölle fällig und 5% Exportzölle im belgischen Markt. Ja, wir können jetzt nicht sagen, welche Zölle die Franzosen bei sich einrichten. Ja, also jetzt in dem Fall exportieren wir ja. Also die Importzölle, die die Franzosen für Stahl festlegen, darauf haben wir keinen Einfluss. Das sind immer die Zölle, die am belgischen Markt anfallen. Ja, also wenn wir exportieren, werden hier die 5% fällig. Wir können aber auch sagen, Exporte ermutigen, dann finden einfach 30% Importzölle statt. Das heißt, hier bei den Exporten findet im belgischen Markt, werden einfach keine Zölle fällig. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen. Und die Zollausgaben sind dann wesentlich geringer, weil in Belgien müssen halt gar keine Zölle mehr gezahlt werden, sondern nur im französischen Markt, dann wenn die Waren dort importiert werden. Oder man sagt, Inlandsangebot schützen, dann werden die Exporte besonders teuer und entsprechend werden hier dann die Zollausgaben deutlich erhöht. Ja, auf 20% insgesamt. Man kann sich bei dem Ganzen auch oder sollte im Hinterkopf behalten, was wir vorher uns angeschaut haben, nämlich wer die Zölle zahlt. Wenn wir jetzt in dem Fall, wo wir der Inhaber der Handelsroute sind, die Zölle nach oben treiben, müssen ja natürlich auch unsere Handelszentren diese erhöhten Zölle tragen. So. Man kann jetzt auch hingehen und dort, ich habe mir vorher ein Beispiel rausgesucht, hier die Sprengstoffe. Da werden 61 Stück an Frankreich exportiert und die Franzosen sind, verwalten diese Handelsroute, müssen also für die Zölle aufkommen. Und wenn wir jetzt hier sagen, Inlandsangebot schützen, dann wird die Route etwas weniger profitabel, aber es fallen mehr Zölle an. Sieht man auch direkt hier oben bei den gesamten Staatseinnahmen. Ja? Und das schädigt halt unsere Handelszentren nicht, sondern die französischen. Die einzelnen Werte, die man hier sieht, für die Exporte, Importe, und hier nochmal nur für die Importe. Die lassen sich im Detail noch steuern. Und zwar über die Handelspolitik. Wir sind jetzt im Merkantilismus. Und da sind halt genau die Zölle hinterlegt, die wir jetzt gerade gesehen haben. Aber man hätte auch noch Protektionismus. Da hätte man dann bei keiner Priorisierung, also der mittleren Einstellung, hätte man die Importzölle um 5% gesenkt, aber die Exportzölle um 5% erhöht. Bei Inlandsangebot schützen hätte man statt 10% Exportzölle sogar 20% Exportzölle und bei Exporte ermutigen hätte man nur 20% Importzölle statt 30%. Bei Freihandel werden gar keine Zölle auf irgendwelche Waren erhoben. Und bei Isolationismus werden auch keine Zölle erhoben. Hat aber dann im Vergleich zum Freihandel nochmal den Unterschied, dass man hier überhaupt gar keine Handelsrouten einrichten kann. Das ist beim Freihandel natürlich möglich. Schauen wir uns jetzt noch das Thema Diplomatie an. Das hat nämlich teilweise auch Auswirkungen auf die Zölle. Wir haben hier als Belgier einen Handelsvertrag mit Großbritannien. Ein Handelsvertrag bewirkt, dass keine
Zölle anfallen. Und auch keine Bürokratiekosten übrigens. Also eventuell, je nachdem, welche Version ihr gerade spielt, dann habt ihr hier noch einen kleinen Bug dran. Lasst euch davon aber nicht irritieren. Wir haben hier Import von Spirituosen aus Großbritannien. Großbritannien exportiert an uns. Und wahrscheinlich stehen jetzt hier noch Zolleinnahmen drin. Beziehungsweise Ausgaben, je nach Perspektive. Ja. Diese Zölle werden aber nicht wirklich dann berechnet. Wir schauen mal in unseren Etat für Spirituosen. Zölle. Und da tauchen die Spirituosen nicht auf. Also lasst euch an der Stelle nicht ins Boxhorn jagen. Diese Handelsverträge sind aber ein zweischneidiges Schwert. Ihr müsst zwar selber keine Zölle zahlen, also eure Handelszentren, aber wenn die anderen Nationen zu euch Handelsrouten aufbauen, dann müssen die natürlich auch keine Zölle zahlen. Und ja, für eure Staatskasse ist das erstmal in jedem Fall, egal ob eure Handelszentren oder die Handelszentren eurer Konkurrenten die Zölle abführen, erst einmal schlecht. Ja? Für den Staatshaushalt ist es schlecht. Für den Privathaushalt, für die Privatwirtschaft, für die Handelszentren ist es dann natürlich von Vorteil. Und vor allem ist es natürlich schön, wenn man selber die Handelsrouten einrichtet, wenn man dann keine Bürokratiekosten zahlen muss. Aber es muss auf jeden Fall gut überlegt sein und vor allem kann es auch Sinn machen, wenn ihr merkt, dass ihr jetzt zum Beispiel die Franzosen, ich bin mir jetzt nicht sicher über den Spielstand, ja, aber ihr exportiert ziemlich viel Stahl an Frankreich. Teilweise habt ihr es halt auch, dass, dass andere halt zu euch eine Handelsroute einrichten. Dort Waren von eurem Markt stibitzen sozusagen und dann noch einen Handelsvertrag laufen haben und dann möchtet ihr eventuell den Handelsvertrag beenden. Da müsst ihr halt schauen, wie da die konkrete Situation aussieht. Ja, dann haben wir im Diplomatiebereich noch das Thema Zollunion und ich habe mal das Land gewechselt und wir sind jetzt Anhalt. Eine Winzmacht, insgesamt auf Rang 84. Und bei Anhalt ist es so, dass sie in der Zollunion von den Preußen sind. Und Preußen ist sozusagen der Inhaber der Zollunion. Und wir können jetzt gar nicht als Anhalt eigene Handelsrouten aufbauen. Ja? Also wir können hier weder die Zölle ändern, noch können wir eigene Handelsrouten einrichten. Der einzige Vorteil ist, wir haben Zugriff auf den preußischen Markt. Wenn wir den verlassen würden, lass uns das ruhig mal spaßeshalber machen, dann steigen hier entsprechend unsere Marktpreise. Dann können wir noch ein bisschen weiterspielen, kann das sich noch mal ein bisschen drastisch auswirken. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, ach, wir sind noch marktpreußisch. Sorry, Leute. Jetzt wird's richtig gefährlich. Ja, also Selbstversorger sind wir als Anhalt auf jeden Fall nicht. Schon gar nicht im Jahre 1836. Und die Preise steigen halt in die Höhe. So, das Thema habe ich jetzt eigentlich nur reingenommen, weil halt Zollunion den Namen Zoll beinhaltet. Ist eigentlich eher eine Sache, die dann in Richtung Diplomatie geht. Aber da haben wir das auch mal gesehen. Also wenn ihr in einer Zollunion seid als Juniorpartner, dann könnt ihr keinerlei Zölle erheben, keine Handelsrouten einrichten. Seid da komplett, was den Markt angeht, auf euren Seniorpartner angewiesen. Ja, liebe Freunde, das war das Tutorial zum Thema Zölle. Ich hoffe, es wird euch dabei helfen. Oh, hoffentlich keine Kollision jetzt, ja? nochmal alles gut gegangen und ich hoffe, bei euren Partien wird es dann auch gut gehen und dieses Video wird euch dabei unterstützen. Macht's gut. Bye, bye.